Wieso wird bei uns das Internet gefiltert, während wir die Zensur in China kritisieren? Bin ich wirklich kriminell, nur weil ich ein Musikstück kopiert habe? Ist mein Studium durch Studiengebühren besser geworden? Wieso muss ich für meinen Pass Fingerabdrücke abgeben wie ein Krimineller? Wieso zahle ich GEZ-Gebühren für meinen Laptop? Hört jemand mit? Hört jemand mit? Hört jemand mit?